Oh Gott, da kommt der Nächste auch vorbeigerannt. Okay, Leute, vielleicht haben wir hier was entdeckt. Jo Leute, was geht? Mein Name ist Newler. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge Requisitenjagd hier auf meinem Kanal und zwar heute auf der Map Yamantau. Oh, das ging aber schnell auf einmal. Und ja, diese Map haben wir lange nicht gespielt. Ich freue mich, endlich mal wieder Yamantau zu spielen. Ich mag die Map sehr gerne. Und hier gibt es auch das eine oder andere coole Versteck, aber wir fangen erstmal an zu suchen. Und während wir hier anfangen zu suchen, Leute, kann ich euch nur freundlich darauf hinweisen, heute Abend, 20 Uhr, bin ich live bei Twitch und TikTok mit Requisitenjagd. Also kommt gerne rein, wir zocken zusammen, ihr könnt auch immer gerne mitspielen. Also, falls ihr noch nicht abgecheckt habt, Link ist in der Beschreibung. Daily, immer um 20 Uhr live. Jetzt, wo ich wieder gesund bin, kann ich mich doch wieder verhalten. Easy Snack, würde ich sagen. Fängt doch schon mal gut an, Leute. Also, wie gesagt, kommt gern rein, wenn ihr auch mal Bock habt, mitzuspielen. Falls ihr mal einen Stream verpasst habt, dann könnt ihr den auch gerne nachholen. Auf meinem Stream-Archiv-Kanal werden die Streams jetzt mittlerweile in Videoqualität hochgeladen. Okay, krank. Also, da würde ich ja sagen, das war ein bisschen sus, wie ich den noch gekriegt habe. Ne? Das sind hier die PlayStation-Vorteile. Endlich wieder Auto-Aim. Ja, auf jeden Fall auf dem Stream-Archiv-Kanal findet ihr die ganzen Streams, falls ihr sie verpasst habt. Ich lade die da immer dann am nächsten Tag hoch. Und jetzt auch in Qualität dieser Videos hier. Vorher waren es immer nur die VODs, das war immer ein bisschen blöd. Da war immer die Qualität so schlecht. Und deswegen zeichne ich die jetzt parallel auf die Streams und lade die dann immer noch selber hoch. Rundensieg, das ging ja ratzfatz. Ob wir an die letzte Folge anknüpfen können? Ich hoffe es. Okay, die waren aber auch alle, also da in der Ecke waren das zwei oder war das einer? Einer und ein Täusch-Item war es, glaube ich, ne? Okay, was... Ja, ich bin das perfekte Item geworden, um den Trick hier zu machen. Geil. Okay, jetzt muss ich es nur direkt hinkriegen. Ah, nicht optimal. Ja. Ja, ich probiere es noch einmal. Ja. Das geht besser auf jeden Fall. Einmal probiere ich es noch. Oh, jetzt wird die Zeit knapp. Okay, nicht gut, nicht gut. Ich saß gut drin einmal. Okay, ich bleib jetzt so. Ist nicht perfekt auf jeden Fall, aber ich bleib jetzt so und hoffe, dass das klappen kann. Ah, man sieht mich zu sehr. Mann, ich saß eben kurz einmal besser drin. Aber ich riskiere es jetzt nicht noch weiter hier rumzuprobieren, weil das Ding ist, die kommen schon. Und das ist mir viel zu gefährlich. Weil das Versteck ist an für sich schon gut. Inzwischen kennen es aber leider einigermaßen viele. Aber ich habe bei der Lobby hier ein gutes Gefühl. Oh, da kommt der Erste. Oh, oh, der ist durch mich durchgelaufen. Was? Der ist durch mich durchgelaufen. Okay, und er läuft nochmal vorbei. Er sieht mich nicht. Ey, perfekt, perfekt. Oh Gott, ich habe gepfiffen, Leute. Und da oben ist er. Oh, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ja, da unten. Ja, ja, geh mal da unten gucken. Ja, schlag mal gegen das Schild. Ein bisschen Aggressionsbewältigung tut immer gut. Zumindest an Schildern, Leute. Nur an Schildern. Okay, jetzt kommt er von da oben wieder. Der boxt überall gegen. Was hat er denn? Ist irgendwie heute schlecht gelaunt oder was? Oh Gott, das ist der nächste. Oh nein, ich wurde geflasht. Gestunt meine ich natürlich, Leute. Ich, nur für euch übe ich das die ganze Zeit. So, ich muss mal kurz neu freezen. Ah, Mann, die sind alle hier und es lebt nur noch ein anderer und ich... Oh mein Gott. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab alle auf einmal geflasht. Das habe ich auch noch... Nein, wieso? Wieso denn? Als ob er mich noch gekriegt hat. Oh, ist ja klar. Okay, hier haben wir einen Schrank noch. Aber leider kann ich nicht richtig sehen, wie das von außen aussieht, wenn man so da drin glitscht. Aber okay, mal gucken, ob das noch klappt. Der Punkt wäre auf jeden Fall nice. Oh nein, natürlich klappt es nicht, bitte. Aber egal, dann können wir uns nochmal verstecken nachher. Das ist auf jeden Fall auch was Positives. Okay, okay, das Versteck war halt echt nicht gut. Ich dachte, der hat da ein nices Versteck, aber das war leider nicht so nice. So, Leute, dann wollen wir mal einfach so schnell wie eben alle finden, das wäre optimal. Und dann gleich wieder verstecken. Das wäre doch super, oder? Was haltet ihr davon? Machen wir das so? Ich rush einfach wieder hier hoch, in der Hoffnung, dass mir hier einfach wieder einer entgegenkommt. Das war dann optimal. Oder sich einfach einer dahin stellt. Das ist natürlich noch besser. Ey, es läuft, Leute. Aber das soll ich nicht zu früh sagen. Okay, das war ein Täusch-Item, aber der hier ist... Nee, das ist auch ein Täusch-Item. Hm, okay, okay. Warte mal, man kann so ein Stuhl sein, ne? Aber ich glaube, die zwei stehen immer. Lol, ich dachte gerade... Okay, ist ja aber auch frech gewesen. Ah, hier unten gibt es doch noch das Versteck mit dem Paket. Das muss ich gleich noch ausprobieren. Da sitzt keiner drin. Ich
Ich dachte kurz, das wäre irgendwie ein Schrank oder so. Aber es war kein Schrank. Das könnte ich gleich nochmal probieren, wenn ich natürlich das Paket werde. Wer ist er hier eigentlich? Grüße gehen raus. Das sieht auch irgendwie aus, als wäre es da platziert worden, oder? Es leben noch 4 Leute. Ich werfe mal einen Flash, mein Stun. Oh Mann, ich krieg's einfach nicht hin, ne? Für mich ist das einfach immer die Flash, auch wenn es ein Stun ist. Oh, es hat doch hier gepfiffen aber gerade. Oben vielleicht jemand, der sich im Schnee versteckt? Nee, sieht nicht so aus. Hier, die Dinger. Aber der Pfiff kam auf jeden Fall hier aus der Area. Okay, ich habe eine neue Stun gekriegt. Die Frage ist, wo will ich die hinwerfen? Okay, nur noch eine Requisite. Dann müssen wir jetzt aufs Pfeifen achten und gucken, ob wir es irgendwie schaffen, uns zu nähern. Hier konnte man sich auch so runterglitschen, ne? Okay, das pfeift mal echt weit weg. Hören wir hier mal rein. Ja! Oh Mist, das war das Täusch-Item. Schade, ich dachte, wir haben ihn. Ärgerlich, ärgerlich. Schaffe ich den Sprung? Ah, schaffe ich. Okay, dann gehe ich mal hier außen noch eine Runde. Okay, Rundensieg, perfekt. Ja, ich muss wieder gar nichts mehr machen. Optimal, das Team hat gesaved. Oh, guck mal, da ist die Flasche gerannt. Ah, da bin ich runtergesprungen. Und ich habe nichts mehr davon mitgekriegt, oder? War ich das überhaupt? Oder war es ein anderer, der da runtergesprungen ist? Kann auch sein. So, ich bin hier dieser Wagen. Essenswagen, würde ich sagen, nennt man das. Wo könnte ich denn damit mal hingehen? Will ich das bleiben? Eigentlich ist das gar nicht so verkehrt. So vielleicht? Meint ihr, das kann klappen? Ah, ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier funktionieren kann. Na komm, ich probier's. Ich probier's. Was soll's, ich probier's aus. Wir haben ja momentan noch Vorsprung, das heißt, wir können ein bisschen risky bleiben. Das Ding ist aber, ich glaube, dass ich direkt gefunden werde. Aber meistens ist es so, wenn ich das sage, findet mich kein Mensch. Und wenn ich glaube, ich habe ein gutes Versteck, werde ich immer sofort gefunden. Was ist einer das Paket? Ich würde so gerne nochmal mein Versteck mit dem Paket machen. Na, er versucht da reinzugehen. Das Ding ist, die haben mich da ja eben gefunden. Das heißt, die werden da wieder gucken. Okay, 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 okay. Oh Gott, da kommt der Nächste. Auch vorbeigerannt. Okay, Leute, vielleicht haben wir hier was entdeckt. Vielleicht. Aufpassen. Vielleicht haben wir hier was Brauchbares entdeckt an Versteck. Aber die zwei sind hier mir schon dicht auf den Fersen. Das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Das gefällt mir wirklich gar nicht. Geht mal weg. Geht mal das Paket suchen. Hier oben ist gar nichts. 3 Minuten ist halt auch noch echt lang, ne? Aber es leben noch alle. Oh Gott. Was ist das denn gewesen? Der ist auf mir rumgetanzt. Boah, einen Schritt weiter nach rechts und er wäre durch mich durchgefallen und hätte gemerkt, dass hier was nicht stimmen kann. Oh Gott, der kommt wieder. Bitte geh weg. Oh Gott, die sind beide hier. Nein, nein, nein. Aber die sehen mich einfach. Boah, nee. Verdammt, Mann. Zu früh gefreut. Es war aber sogar Zufall. Es war Zufall. Sonst hätte sie mich nicht gesehen. Hm. Wo ist der denn hier? Kann man da noch laufen oder ist der... Ne, der ist irgendwo in der Luft, oder? Okay, er ist hier oben. Hier drin eine Kiste. Not bad, not bad. Okay, aber das hier muss ich mir mal genauer angucken. Das müssen wir mal genauer unter die Lupe nehmen. Was macht der denn hier? Das sieht aus, als wäre der außerhalb der Map. Ah, immer diese ganzen Tricks, die ich nicht kenne. Oh Gott, jetzt kommen sie hier, um ihn zu holen. Aber ich frage mich, warte mal, kann man um den Stein noch rumlaufen? Ach so, die Kamera ist einfach verbuggt. Die Kamera ist einfach verbuggt. Oh, schade. Ich dachte, wir haben hier irgendwas Cooles, Neues entdeckt. Die haben uns jetzt echt noch einen Punkt gedrückt. Okay, aber easy. Wir suchen die jetzt und dann gewinnen wir 3-2. Ich bin zuversichtlich. Da bin ich jetzt zuversichtlich. Oh Gott. In den Tod gesprungen. Aber ey, das hat ihm sogar... Das hat ihm sogar noch einen Kill beschert. Ich glaub's ja nicht. Okay, Leute, let's go. Wir schaffen das. Ich bin so zuversichtlich. Ich gehe wieder hier oben lang, denn das hat uns bisher in jeder Runde heute hier auf der Map einen Kill beschert. Und deswegen probiere ich es einfach nochmal. Vielleicht rennt mir wieder einer in die Arme. Oder ich flash direkt jemanden. Ich meine, ich stun direkt jemanden, ne? Wie das Leben halt so spielt. Aber scheinbar haben sie sich diesmal prepared, um mir nicht in die Arme zu rennen. Aber davon lass mich gar nicht abschrecken. Mal, da standen nur 2 Stühle, ne? Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Da rennt er. Okay, er ist dahinter. Und rennt jetzt da runter. Markierter Wegpunkt. Okay, jetzt auch nochmal gepfiffen. Das Ding ist... Sitzt hier sonst noch einer? Nee, ne? Ist nur der Kollege hier. Jetzt rennt er da hoch.
Ich hätte vielleicht auch nicht hinterher springen sollen. Das war nicht ganz so smart. Meine, der ist nochmal da runter gehüpft. Ah, guck mal, da ist noch einer. Oh Gott, ich treffe ja gar nichts. Ich treffe ja gar nichts. Ich gehe jetzt hier lang. So. Ist einfach in den Tod gesprungen. Oder der andere hat den gekillt, ne? Oh Gott, er ist aber in den Tod gesprungen. Mann, es lief anfangs so gut. Was ist denn jetzt hier los? Ja, wirklich meine Worte. Okay, Leute, 3 Leben noch. Und ein Pfiff kam gerade aus der Richtung hier. Ich kann mal kurz die Sachen entfernen. So viel Zeit muss sein. Damit hier niemand verwirrt wird. So, da sitzt keiner drin. Hier auch kein Paket platziert. Nee. Da rennt das Paket. Sag mal, warum treffe ich denn nix? Ist runtergefallen, ne? Ja. Okay, die killen sich alle selbst auf der Flucht. Bin ich auch mit einverstanden. Hauptsache, wir kriegen noch den Punkt hier. Ich habe jetzt echt keinen Bock auf eine Niederlage, aber es leben auch nur noch 2 Stück. Eigentlich müssten wir das schaffen. Bin da relativ guter Dinge. Mal hier. 3 Täuscher-Items, schade. Aber nur noch eine Requisite. Oh Mist, ich dachte, das wäre es vielleicht. Ah, bitte. Okay, hier wird gerade viel zerstört. Niemanden getroffen. Ich dachte, vielleicht rennt er hier durch die Gegend. Aber scheinbar nicht. Es pfeift halt auch erst in einer Viertelstunde, wollte ich gerade sagen. Es pfeift erst in 15 Sekunden. Das dauert halt auch noch ewig gefühlt. Und ich brauche eigentlich bis dahin einen guten Spot, wo man in alle Richtungen hören kann. Am besten hier. Okay, der Pfiff kam auf jeden Fall von hier irgendwo direkt. Der kann nicht weit sein. Schade, ich dachte. Okay, Sieg. Perfekt. Ich hoffe, wir sehen noch, wo der war. Weil der muss irgendwo da bei uns gesessen haben. Der Pfiff war so laut. Oh, okay, der Kasten. Ja, als ob ich ihn so random gekillt hat. Leute, was ist denn los hier? Meine Güte, egal. Hauptsache, wir haben gewonnen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wenn ihr jetzt hier unter mir klickt, kommt ihr zur letzten Folge Requisitenjagd. Wenn ihr oben links in die Ecke klickt, kommt ihr zur letzten Folge, keine Ahnung was. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich überraschen, was ich euch hier empfehle. Checkt es auf jeden Fall gerne ab, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.